Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ich begrüße Sie herzlich zum Ask Our Expert. Ich heiße Philipp Thaar, ich bin Arzt, ich bin Spezialist für Infektionskrankheiten und für innere Medizin und ich arbeite am Kantonsspital Basel-Land und bin hier Teil der Universität Basel. Ich leite auch seit 2017 das nationale Forschungsprogramm NFP74 zu Impfskepsis. Ganz so genau weiß man das nicht, wahrscheinlich ungefähr 50-80%. Hingegen, um eine schwerwiegende Infektion zu verhindern, hilft die Impfung, einen Schutz von 90% oder mehr aufzubauen. Ich halte die Impfung nicht für gefährlich. Ich deklariere das gerne hier. Ich bin geimpft, meine Frau ist geimpft, meine 15- und bald 18-jährigen Töchter sind geimpft. Ich kann die Impfung heute, nachdem wir die Impfung jetzt seit Anfang Jahr weltweit bei bald 4 Milliarden Personen angewendet haben und tatsächlich jetzt 6-9 Monate beobachten konnten, was die Nebenwirkungen sind, bin ich jetzt ziemlich entspannt und finde, die Impfung kann ich sehr gut empfehlen. Das hört man immer wieder. Ich glaube, die Daten, die dafür sprechen würden, sind sehr beschränkt. Da gibt es sehr wenige Daten, die mir diese Sorge nahelegen. Man sagt, dass eine Impfung das Immunsystem stimuliert, das ist unbestritten, und dass dann auch unerwünschte Immunvorgänge wie Autoimmunität gefördert werden könnten, das ist denkbar. Und so eine immunstimulierende Wirkung kann auch durch eine Erkältung, durch irgendwelche ganz normalen Viren hervorgerufen werden. Also die Immunstimulation durch eine Impfung ist nicht etwas ganz anderes als die Immunstimulation durch eine Erkältung. Also ich denke nicht, dass man da ganz andere Sorgen haben muss nach einer Impfung im Vergleich zu einer Erkältung, was die Stimulation von gewünschten oder unerwünschten Immunvorgängen im Körper betrifft. Ich glaube, das wissen wir noch nicht genau. Ich gehe davon aus, dass auch gesunde Leute im Verlauf des Winters oder des Frühlings eine dritte Dosis angeboten werden könnten. Also ganz sicher bin ich nicht, aber ich gehe davon aus. Ob es dann jedes Jahr, wie zum Beispiel bei der Grippeimpfung, der Fall sein wird, dass einem die Impfung jeden Herbst zum Beispiel empfohlen wird, das glaube ich im Moment nicht. Ja, das hat man jetzt in Israel gesehen. Wir sehen das ab und zu in der Schweiz. Das betrifft vor allem ältere Leute, so über 75, über 80, wo die zwei Dosen tendenziell schon mehrere Monate zurückliegen. In den allermeisten Fällen verläuft eine sogenannte Durchbruchsinfektion, also dass jemand sich mit Corona ansteckt, obwohl er oder sie zweimal korrekt geimpft wurde. In den meisten Fällen verläuft so eine Infektion milde. Wir haben auch schon Leute im Spital gehabt, deswegen die meisten gehen wieder heim. Eine Person ist gestorben. Das ist auch noch nicht ganz klar. Ich glaube, eine sinnvolle Einstellung heute ist zu sagen, die Impfung schützt auch vor Long-Covid. Ganz sicher sind wir nicht, aber ich würde mein Geld darauf wetten, dass wenn ich geimpft bin und trotzdem Corona kriege, dass ich dann ein weniger hohes Risiko habe, Long-Covid zu kriegen. Es gibt beschriebene Fälle, wo bei sogenannten eben Durchbruchinfektionen, dass es zu Long-Covid kommen kann. Ich denke, das ist seltener, als wenn man ungeimpft Covid kriegt. Ja, die Impfraten gegen Corona sind in der Schweiz deutlich tiefer als beispielsweise in Portugal, Spanien, Dänemark, Italien. Ob das wirklich auf eine deutlich höhere Impfskepsis hindeutet als in den anderen Ländern, bin ich nicht sicher. Vor der Corona-Pandemie
haben wir sehr genau die Daten in den verschiedenen Ländern untersucht. Und ich glaube, Impfskepsis ist in allen westlichen Ländern, auch in den USA, in Australien, in Westeuropa, je nach Untersuchung betrifft das 20 bis 40% der Leute. Warum jetzt Dänemark oder Italien oder Portugal deutlich höhere Impfraten hat, ich glaube, niemand weiß das so genau. Ich bin überzeugt, das hat mehrere Gründe. Vielleicht neigen wir Schweizer und Schweizerinnen auch dazu, eher skeptisch gegenüber den Behörden zu sein, verglichen mit anderen Ländern. Aber das ist Spekulation. Es könnte auch sein, dass in anderen Ländern wie eben Italien oder Portugal, die hatten einen harten Lockdown im Frühling 2020 und wir hatten relativ freie Bewegungsmöglichkeiten. Also trotz sogenannten Lockdown durften wir das Haus verlassen, wir durften uns mit anderen Leuten treffen. Und vielleicht hat das schon dazu geführt, dass wir weniger Sorgen haben als die Leute in Ländern, die einen harten Lockdown hatten, die ja kaum das Haus verlassen durften, ohne nicht irgendwelche Formulare ausgefüllt zu haben, dass die mehr Sorgen haben, es könnte wieder ein Lockdown kommen. Aber ich glaube sowieso nicht, dass es wieder zum Lockdown kommen wird. Meine persönliche Überzeugung aus 5 Jahren Impfskepsisforschung ist, dass wir in Zukunft transparenter informieren sollten, auch Nebenwirkungen transparent ansprechen dürfen. Ich habe den Eindruck, dass bisher da große Zurückhaltung an den Tag gelegt wurde im Kommunizieren von möglichen unerwünschten Impfwirkungen, weil man Angst hatte, dass das die Bevölkerung skeptisch macht. Unsere Forschung zeigt eher das Gegenteil, dass Unsicherheiten zugeben, offene Fragen ansprechen, Nebenwirkungen thematisieren und einschätzen, wie häufig die Nebenwirkungen sind, das hat einen vertrauensfördernden Effekt. Das überhaupt nicht macht das Leute impfskeptisch, sondern das fördert das Vertrauen in die Behörden, in die Ärzteschaft, in die Wissenschaft. Dann denke ich auch, braucht es in Zukunft wahrscheinlich deutlich mehr zielgruppenspezifische Kommunikation. Also die Kommunikation ist relativ allgemein gehalten, richtet sich an alle und hat einen Tonfall, der wahrscheinlich insbesondere die Leute anspricht, die sowieso impfen werden. Aber dass wir bei der Kommunikation noch mehr auf die Bedürfnisse der skeptischen Leute eingehen sollten. Ich glaube, im Umgang mit Impfskepsis ist das Allerwichtigste, dass man sich gegenseitig respektiert und dass das nicht so eine Schwarz-Weiß-Diskussion ist, wer hat Recht und wer hat nicht Recht. Oder die, die sich im Recht fühlt, das kriegt dann sehr schnell eine moralische Dimension und dann ist die Diskussion bereits ungut verlaufen. Also ich denke, wir sollen unbedingt mit den Leuten im Dialog bleiben oder den Dialog anstreben. Wir haben das in unserem Forschungsprojekt beispielsweise gemacht, indem wir mit Komplementärmedizinerinnen zusammengearbeitet haben, die ja als besonders impfskeptisch gelten. Und ich kann da nur berichten, dass das extrem produktiv und lehrreich und angenehm in der Zusammenarbeit war. Also dieser Dialog funktioniert, aber man muss es wirklich möchten und wollen und man muss es tun. Und einmal einfach die Frage beiseite lassen, wer hat Recht und wer hat nicht Recht. Ich glaube nicht, dass man das gegenseitig ausspielen soll. Die Impfkampagnen sind wichtig. Die Behörden haben einen Auftrag von Gesetzes wegen, also die Bevölkerung zu informieren über Impfungen. Das müssen sie machen. Die Gratistests, dass das regelmäßig Testen gratis bleiben soll, das unterstütze ich, weil insbesondere bei jungen Leuten ist die Risiko-Nutzen-Abwägung der Impfung anders als bei über 50-Jährigen. Und wir dürfen nicht den Bildungsauftrag vergessen als Universität. Die Kinder müssen zur Schule gehen, die Studentinnen und Studenten müssen zur Uni gehen können. Das studentische Budget erlaubt es meiner Meinung nach nicht, ein- oder zweimal Wochen einen Test
auf Corona zu finanzieren. Kann ich keine Zahlen nennen. Ich weiß, in Dänemark wurden sämtliche Distanzierungsmaßnahmen aufgehoben in dem Moment, wo mehr als 80% der Bevölkerung zweimal geimpft waren. Ich würde mich freuen, wenn wir in der Schweiz auch so ein Statement abgeben könnten. Ich hoffe, das kommt bald. Ich denke, 80% ist kein schlechtes Ziel. Und wir nähern uns dem Ziel an, aber es wäre toll, wenn das noch ein bisschen schneller gehen würde. Ja, ich glaube, das ist klar, dass Moderna mehr Nebenwirkungen hat, aber nicht im Sinn von schweren Nebenwirkungen, sondern im Sinn von der Arm tut weh oder ich bin am ganzen Körper schlapp oder ich habe ein bisschen Fieber gehabt, ein, zwei Tage nach vor allem der zweiten Dosis. Und das wird am ehesten damit erklärt, dass in einer Moderna-Impfung mehr als doppelt so viel Wirkstoff drin ist im Vergleich zu Pfizer-Impfung. Eine Myokarditis, wenn man alle Altersgruppen zusammen anschaut, das ist eine Analyse aus Israel zusammen mit den weltbesten Statistikern von Harvard School of Public Health. Die Analyse sagt, dass wenn man 100.000 Leute, egal wie alt sie sind, impft, dann verursacht man in Anführungsstrichen ungefähr 3 Fälle von Myokarditis, also von Herzmuskelentzündung. Die Alternative zum Impfen ist ja nicht nur das Nicht-Impfen, sondern das Corona-Kriegen. Insbesondere jetzt mit der Delta-Variante, die ansteckender ist, müssen die, die sich nicht impfen lassen, damit rechnen, dass sie in den nächsten 3, 6, 9 Monaten irgendwann Corona kriegen werden. Und die gleiche Analyse aus Israel, Harvard, hat berechnet, dass wenn 100.000 Leute Covid-19 kriegen, dass ungefähr 11 zusätzliche Fälle von Herzmuskelentzündung auftreten werden. Also pro 100.000 Geimpfte sind es 3, pro 100.000 Covid-Fälle sind es 11. Also über alle Altersgruppen zusammengenommen ist die Impfung deutlich besser, in Anführungsstrichen, ist es empfehlenswerter, sich impfen zu lassen, als Covid zu kriegen, wenn man für sich persönlich das Herzmuskelentzündungsrisiko anschaut. Jetzt, was ganz wichtig ist, ist zu betonen, dass das Herzmuskelentzündungsrisiko ganz deutlich auf eine bestimmte Altersgruppe von jungen Männern nicht beschränkt ist unbedingt, aber deutlich erhöht ist bei Männern im Alter von 12 bis 17 Jahren. Und eine ganz neue Analyse zeigt, dass bei den 12 bis 17-jährigen jungen Männern das Herzmuskelentzündungsrisiko nach der Impfung wahrscheinlich 2, 3, 4 Mal höher ist, als wenn die Covid kriegen. Also ich persönlich bin immer noch nicht überzeugt, dass es sinnvoller ist, die jungen Männer 12 bis 17 Jahre zu impfen, als die einfach in Frieden lassen und Covid kriegen lassen. Das kann sich ändern, die Datenlage ändert sich regelmäßig und das ist höchstwahrscheinlich auch noch nicht das letzte Wort. Die funktioniert auch hier nicht anders als bei anderen Impfstoffen oder bei anderen Medikamenten, die entwickelt wurden. Also in dem Moment, wo ein Medikament auf den Markt kommt oder eine Impfung auf den Markt kommt, sind die Daten immer beschränkt. Das liegt in der Natur der Sache, dass man nicht zum Beispiel jetzt in einer Pandemie, will man nicht als Behörde sagen, ja, der Impfstoff ist zwar da und der sieht gut aus bei den 30.000 Leuten, bei denen der Impfstoff eingesetzt wurde in den Studien. Aber jetzt warten wir noch ein Jahr, um irgendwelche langfristigen Nebenwirkungen abzuschätzen. Das ist ein Abwägen, was ganz klar von den Behörden nicht verfolgt wurde, im Interesse, den Impfstoff möglichst bald da zu haben, um die Pandemie und die gesellschaftlichen und gesundheitlichen Folgen der Pandemie möglichst schnell bekämpfen zu können. Also ich denke nicht, dass das bei Corona-Impfstoffen anders verlief. Im Gegenteil, ich glaube, die Studien waren umfangreicher. Also 30.000 Leute haben Pfizer gekriegt und 25.000 Leute haben Moderna gekriegt.
für das Dossier, das dann bei den Zulassungsbehörden eingereicht wurde. Das ist mehr als bei anderen Impfungen. Und ja, die langfristige Beobachtung, die ist wichtig. Die Impfsicherheitsexpertinnen weltweit sagen alle das Gleiche. Eine Impfung stimuliert das Immunsystem. Das passiert innerhalb 1 bis 2 Wochen und das geht dann irgendwann wieder weg. Also Impfnebenwirkungen, die kommen in aller Regel in den ersten 1 bis 2 Monaten. Und zum ganz sicher sein und zum ganz vorsichtig sein, sagt man, wenn in den ersten 4 bis 6 Monaten keine schwerwiegenden Nebenwirkungen aufgetreten sind, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass nachher noch weitere Nebenwirkungen bekannt werden. Was sein kann, ist, dass eine Nebenwirkung selten ist. Dann ist es eine Frage, dass man das merkt. Und das hat man gemerkt, zum Beispiel bei Johnson & Johnson, bei AstraZeneca, was in der Schweiz noch nicht zugelassen ist, dass das diese seltenen Thrombosen beispielsweise im Gehirn verursachen kann. Und das hat ein paar Monate gedauert, bis man das gemerkt hat. Aber die eigentlichen Gerinnsel, die sind innerhalb Wochen nach der zweiten Dosis aufgetreten und nicht nach 9 Monaten. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir jetzt noch neue Nebenwirkungen feststellen werden. Also ich denke, die sich Sorgen machen um die Sicherheit und bisher gewartet haben auf weitere Daten, denen kann ich jetzt sehr gerne sagen, die Sicherheit der mRNA-Impfstoffe, die kennen wir jetzt, weil sie seit 9 Monaten weltweit bei Hunderten von Millionen und Milliarden Leuten bereits eingesetzt wurden. Die Freigabe erfolgt nach den gleichen Prinzipien, dass die Herstellerfirmen den Impfstoff bei Kindern testen. Das haben die Firmen jetzt gemacht und die haben bei den US-Behörden und meines Wissens auch jetzt bei den Schweizer Behörden ihre Dossiers eingereicht, die belegen sollen, dass der Wirkstoff sicher und wirksam auch bei den Kindern ist. Da werden nicht andere Kriterien angewendet, aber weil es Kinder sind, genauso wie bei schwangeren Frauen, ist man besonders vorsichtig und deswegen war es auch korrekt, dass die Impfungen zuerst für die Erwachsenen zugelassen wurden und mit den Kindern noch zugewartet wurde. Also wir haben uns im Juli sehr kritisch gegenüber der Impfung der Adoleszentinnen und Adoleszenten geäußert, genauso wie die deutsche und die schweizerische Impfkommission im Juli. Die haben keine Empfehlung für alle Jugendlichen gemacht, sondern damals Ende Juni die Impfung nur für die Jugendlichen mit Risikofaktoren wie Übergewicht oder chronische Krankheiten empfohlen. Und dann haben sie bis im September gewartet. Das finde ich sehr gut. Sie haben die Datenlage neu überprüft, haben gesehen, dass in den USA Millionen von Jugendlichen beobachtet wurden und keine neuen Sicherheitsbedenken aufgetreten sind. Und im September oder Ende August ist dann eine allgemeine Impfempfehlung für alle 12- bis 17-Jährigen gemacht worden. Ich bin persönlich erwachsener Arzt. Ich kenne auch die Daten zu den unter 12-Jährigen nicht direkt. Was ich vom Hörensagen vom Internet erfahren habe, ist, die Impfung scheint wirksam und auch sicher zu sein bei den kleinen Kindern. Aber das wird ein ganz komplexer Entscheid werden, ethisch auch sehr komplex, weil ein Kind soll immer einen individuellen, persönlichen Nutzen haben von einer Impfung und nicht nur geimpft werden, damit dann nachher das Großmami oder der Großpapi geschützt ist. Also quasi das Kind kriegt die Impfung, hat den Schmerz und mögliche Nebenwirkungen, aber der Nutzen liegt bei den Großeltern. Ethisch wurde das bisher von den Ethikkommissionen und Ethikgremien in der Schweiz immer sehr zurückhaltend diskutiert. Das haben wir auch schon kurz angesprochen, dass man bei schwangeren Frauen extrem vorsichtig sein will. Das heißt, lieber eine Impfung zuerst bei nicht schwangeren Frauen und bei Männern einsetzen, um das genaue Nebenwirkungsprofil kennenzulernen und mögliche seltenen, unerwarteten Schäden
zu kennen, bevor man es riskiert, eine schwangere Frau zu impfen, wo auch noch ein Embryo geschädigt werden könnte. Also genau diese Überlegungen wurden weltweit gemacht und Ende Mai wurde die Impfung für alle Frauen ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel freigegeben, noch mit der Auflage, dass sie sich bei ihrer Gynäkologen detailliert beraten lassen sollen und schriftlich eine Erklärung abgeben sollen, dass sie die Impfung möchten. Mittlerweile Ende August wurde auch diese, sagen wir, Hürde abgeschafft und im Gegenteil die Impfung den schwangeren Frauen noch mehr empfohlen, weil sich gezeigt hat, dass schwangere Frauen eher ins Spital kommen als gleichaltrige Frauen, die nicht schwanger sind. Also schwangere Frauen haben im Vergleich zu den nicht schwangeren Frauen gleichaltrig, haben sie ein 2- bis 3-fach erhöhtes Risiko ins Spital kommen und fast ein 2-fach erhöhtes Risiko auf die Intensivstation zu kommen. Also ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel dürfen und sollten sich Frauen impfen lassen, sollten erwägen, die Impfung zu machen. Ich kann das sehr empfehlen. Das ist ein heißes Thema. Wahrscheinlich nicht, ist die Antwort. Bei Männern gibt es Studien, wo die Männer Sperma produziert haben vor und nach Impfung. Und dann wurden die Spermien analysiert auf ihre Menge, auf ihre Qualität, auf ihre Beweglichkeiten und so. Und da wurden keine Unterschiede festgestellt. Das sind 2 Studien aus USA und aus Israel. Die sind relativ klein. Das sind je, ich glaube, 70 bis 80 Männer, die da eingeschlossen wurden. Bei Frauen kenne ich keine vergleichbaren Studien, weil es leider nicht so einfach ist, bei Frauen Eizellen zu gewinnen. Das geht einfach nicht so einfach wie bei den Männern. Vermutlich gibt es da keine Bedenken. Was immer wieder erwähnt wird, ist, dass Frauen nach der Impfung eine Periode erleben, die unregelmäßig ist. Bei den allermeisten Frauen pendelt sich das dann bei der nächsten, also bei der zweiten Periode, die auf die Impfung folgt, pendelt sich das wieder ein. Und dass da längerfristig Periodenprobleme auftreten, das ist nicht bekannt. Aber im Sinne einer sehr detaillierten Beschäftigung mit einem Thema, das viele junge Frauen beschäftigt und interessiert und besorgt, haben prominente Fertilitäts-, also Fruchtbarkeitsforscherinnen und Forscher haben sich stark dafür gemacht, dass man das Thema Fertilität und Covid-Impfungen jetzt sehr intensiv beforscht, um diese Bedenken ausräumen zu können, wie erwartet wird. Habe ich gefreut, dass ich dabei sein durfte. Und vielen Dank den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Dankeschön.